Willkommen zurück zu Lost Judgment. Ich bin euer Firubo und ich habe meinen Plan umgeändert. Was war das jetzt? Ich verstehe gerade nicht, was los war. Ich habe was ausgelöst, was getriggert oder was nicht getriggert. Hä? Ich wollte nur sagen, weil ich mache jetzt auch erst den Fall hier. Würde ich sagen. Wenn ich ehrlich bin, irgendwie kommt mir dieser Fall bekannt vor. Ich habe die Vermutung, dass irgendwas passiert, was wir da irgendjemanden treffen, den wir vielleicht sogar schon kennen. Wenn ich ehrlich bin. Dann schauen wir mal. Soll der Typ hier an deinem Tisch sitzen? Bei mir nicht, oder? Ne, sollte er nicht, okay. Frage beantwortet. Ach, Scheiße! Oh. Meine Waffe umgefallen. Wieder ein Absturz. Ich sollte lieber kompilieren. Oh, was jetzt? Wir warten noch auf eine Antwort zur Grafik von Level 3. Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung mit. Jetzt soll ich das wissen. Ich bin nicht der Direktor. Warum denkt ihr, dass ich das entscheide? Gah. Ah, und was ist das? In Sache Nutzerverhalten umschreiben. Warum? Inzwischen ist das Spiel doch nur noch Schoffelware. Hahaha. Ihm scheint eine Art Programmierer zu sein. Muss Okizaki-san sein. Erklärend. Alter, wenn du so. Stell dir vor, da kommt ein Detektiv, den du anheuern willst. So in den Laden, so blutverschmiert. Willst du ihn anheuern? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Hallo. Entschuldigung, sind Sie okay? Saki-san? Sind Sie von Babylon? Bitte sagen Sie nicht, dass Sie wegen der Verzögerung hier sind. Yeah. Bitte. Nein, ich bin der Detektiv Takayuki Yagami. Ich komme wegen des Auftrags. Oh, puh. Sie sind bloß ein Detektiv. Ich befürchtete, Sie arbeiten für unseren Publisher. Ich dachte, sie wollen mich anbrüllen, weil wir in der Entwicklung so weit zurückliegen. Also, worum geht es bei diesem Auftrag? Oh, richtig. Bitte setzen Sie sich. Flucht des Spieleentwicklers. Flucht, nicht Fluch, Flucht. Also ist er abgehauen. Mal sehen, was er zu erzählen hat. Sie arbeiten für ein Videospielunternehmen, nicht wahr? Wie ist es genau? Hi. Ja, ich bin ein Entwickler für God-Tier Games. Mhm. Ein Entwickler? Ja, grundsätzlich gibt es zwei Arten von Spielefirmen, Publisher und Entwickler. Publisher verantworten die physische und digitale Veröffentlichung des Spiels von Spielen. Sie übernehmen auch das Marketing, die Eventplanung und ähnliche Dinge. Und sie stellen meistens auch die Gelder bereit für das Spiel. Entwickler kümmern sich um das Produkt, Programmieren, Story, Sound, Testing. Wir erschaffen das Spiel. Wir wenden uns entweder mit Projektvorschlägen an die Publisher oder die Publisher wenden sich mit einer bestimmten Idee an uns. Naruhodo. Verstehe, der Unterschied konnte ich noch nicht. Manche Unternehmen decken auch beides gleichzeitig ab. Doch Gott-Tier ist dafür mit rund 100 Angestellten zu klein. Wir übernehmen lediglich die Entwicklung. Ich bin der Publish Manager, eine Position auf mittlerer Stufe. Was genau macht ein Game Director? Ich schätze, er übernimmt die Leitung, oder? Hi. Richtig. Je nach Unternehmen kann die Funktion variieren, doch bei uns sind sie für das Gesamtprojekt zugänglich. Auf den Punkt gebracht musste der Direktor vor allem dafür sorgen, dass das Spiel Spaß macht. Tja, Ubisoft, EA. Nehmt euch mal so einen Direktor als Beispiel. Er will Spiele haben, die Spaß machen und nicht die Geld aus den Spielern ziehen. Oder keine gute Erfahrung liefern, ne? Aber stattdessen ist unser Direktor von der Feststellung verschwunden. Will ich die Publisher abblitzen? Aus irgendeinem Grund herrscht bei uns gerade leichte Panik. Na gut, wenn der Chef abhaut, ohne was zu sagen, Publisher abblitzen lässt, dann will der Publisher wahrscheinlich auch sein Geld wieder haben und so, ne? Also ist das im Grunde eine Bankrotterklärung für das Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen, oder? Liege ich da falsch? Oje, das klingt übel. Das ist unser Direktor.
Ryuichi Shimonome. Das ist also der Gesuchte. Wie ist er so drauf? Junge ist, nun ja. Zuallererst ist er ein Genie. Wirklich? Hi. Ja, ohne ihn wäre das Projekt überhaupt nicht zustande gekommen. Er war es, der dem Publisher die Ideen ursprünglich vorgestellt hat. Dass es so rasch genehmigt wurde, ist eher ungewöhnlich. Du. Ja, das klingt außergewöhnlich. Hi. So ist es, bei gut hier. Ist das bislang so sogar einmalig. Zudem bewegt man uns ein ziemlich hohes großes Budget. Und das für ein Erstlingsprojekt. Das ist ungewöhnlich. Der Shimon ist also ein echter Zauberer, was? Wo liegt dann das Problem? Nun, es ist etwas launisch. Nun, eigentlich trifft emotional instabil es besser. Ah, darum ist er also abgehauen. Hi. Ja, und es ist auch nicht zum ersten Mal passiert. Ich musste ihn jedes Mal zur Rückkehr bewegen. Doch diesmal ist es ihm wirklich ernst. Um zu verschwinden, griff er sogar auf Wissen zurück, dass er sich während der Entwicklung eines Agentenspiels aneignete. Er verwandte das Büro, um uns weiter zu überwachen. Wahrscheinlich schlich er sogar plant hinaus, um uns zu täuschen. Oh, klingt ziemlich ausgeklügelt. Doch wozu der Aufwand, um von einem Job zu verschwinden? Die Mundes seines Lebenspunkte waren fast aufgebraucht. All die Plaudereien und Aufgabenverteilung. Dazu die nicht enden wollenden Termine mit dem Publisher. Er arbeitete beinahe tagtäglich bis Mitternacht. Meistens übernachtete er im Büro. Ganz ehrlich, ich kann ihm wegen seiner Flucht keinen Vorwurf machen. Wow. Haben Sie eine Ahnung, wohin er verschwunden sein könnte? Hi. Ich genau, doch er scheint noch in der Stadt zu sein. Mehrere Leute sagten mir, dass sie ihn gesehen hätten. Er hat den Job auch hingeschmissen, die Stadt aber nicht verlassen. Womöglich fühlt er sich wegen dem Spiel hin und her gerissen. Das stammt die Idee von ihm. Um ehrlich zu sein, erinnert er mich an ein ausgebuchstes Kind. Er stürmt zwar aus dem Haus, bleibt aber weiter in der Nähe. Nur wenn er wirklich an dem Projekt hängt, wird er ihn vielleicht zur Rückkehr bewegen. Wo wurde er denn zuletzt gesehen? In der Nähe der Sakura River Street. Ist erst 10, 15 Minuten her. Er könnte also dort noch dort sein. Wäre ich noch nicht so im Stress, würde ich selbst nachsehen. Kein Problem, ich sehe mich dort um. Okisaki-san, zum Glück habe ich dich gefunden. Wir haben ein Problem. Shinagawa-san. Was ist los? Der Producer von Babylon, Kinugawa, ist hier. Er dreht wegen der Verzögerung durch. Hä? Was? Kein Witz, das ist echt übel. Er brüllt ununterbrochen. Wo ist Shinomono? Der sieht so aus, als würde er gleich platzen vor Wut. Oh nein. Wir sehen uns später, Yagami-san. Bitte finden Sie Shimono-san. So schnell wie möglich. Spielentwicklung ist ein hartes Brot. Oh ja, das stimmt. Das ist ein richtig hartes Brot. Und Respekt an die Leute, die das durchziehen, vor allem bei Publishern, die auf deine Gesundheit und so scheißen, sag ich mal auf gut Deutsch gesagt. Deswegen Respekt an die Leute. Sakura River Street. Hier ist Sakura. Sakura River Street, da ist er. Wohl. Seite. Zur Seite, Pöbel. Ist eilig. Ich hab's eilig, weg da. Aua, da rangefahren. So, bin ich ja mal gespannt. Wollen wir wohl das Eichhörnchen finden? Die Mission. Jupp. Wo ist der Vogel, hä? Hier soll es irgendwo sein. Wenn ich mich recht erinnere, wurde Shimono-san jetzt hier gesehen. Mal sehen, ob er noch hier ist. In die Zielsuche.
Nein. Nein. Könnte er hier sein? Das doch, oder? Hinter den Augen. Oh, und das. Und nicht. Weil er hat keine Bartstoppeln, er ist und hat keine Brille. Ist er das vielleicht? Nur unrasiert? Weil er hat keine Mutter mal. So ist anders als auf dem Bild, aber mit einer Brücke lässt sich das leicht machen. Das sollte ich für das Profil also nicht berücksichtigen. Okay. Doppelbart, nein. Das ist ein Vollbart. Das könnte nicht sein. Sollte für ein Profil also nicht berücksichtigen. So könnte das sein. Ah. Dieser Typ passt auf Shinomone Sans Profil. Sieht aber von den Haaren ab. Tarnt als Obdachloser zu geben. Keine schlechte Taktik. Hallo. Entschuldigung, sind Sie Shinomone Sans von Good Tier Games? Wer sind Sie? Yagami, ein Detektiv. Ihr Kollege Okizaki Sans hat beraten, mich zu finden. Stimmt, ich bin Shinomone. Offensichtlich geht das Projekt ohne Sie den Bach runter. Würden Sie bitte zurück ins Büro gehen? Machen Sie mir erst was zu essen? Ja. Wie? Wir haben Hunger? Mit leerem Lärmmann kann man nicht arbeiten. Oh. Ja, das stimmt wohl. Ohne... Oh, aber nicht heute. Kommen Sie morgen wieder. Heute lädt mich der da ein. Hm? Der. Der da. Was? Scheiße. Hä? Moment, sagen Sie nicht. Es war Shimono-san. Wer sind Sie dann? Ich liebe Rosinen. Oh Mist, eine Verkleidung. Da finden sich verschwindet einfach schon wieder Passanten. Also ich muss, da müssen wir echt mal einen Verlauf machen, finde. Verschwinden von Personen hier einfach in dem Spiel. Verdammt, der hat mich reingelegt. Jetzt ist er weg. Mann, wie nervig. Vielleicht kann ich herausfinden, wo er hin will. Sollte hier nach Hinweisen suchen. Dann suchen wir mal. Wenn ich diesen Typen genau ansehe, sieht er schön ähnlich. Irgendwann wollen sie mich noch anstarren. Diese Rosinen, sind sie von Shiome? Oh. Ja, und der klebt ihre Reispaste dran. Wissen sie, wohin Shimon's dann verschwunden ist? Keine Ahnung. Er verschwand in heller Aufregung und ließ wichtige Sachen zurück. Okay, okay. Wichtige Sachen zurück. Was sind für wichtige Sachen? Ach, ein Laptop. Ein Laptop? Gehört der Ihnen? Nee, der gehört dem Typen, der mir was vom Weißen abgeben wollte. Muss ihm vergessen haben. Oh, also gehört der Shimon. Er hat die ganze Zeit damit rumgespielt. Manchmal hat er gebrüllt, war richtig angepisst. Und zeigt wie scheiß Bugs. Bestimmt also von der Arbeit, aber gab dem Spiel nicht auf. Also scheint er ihn immer noch dran gelegen zu sein. Der Laptop stinkt nach Zigaretten. Rüchen weiß ich, wer mir helfen kann. Ja, also sollen wir unser Hündchen rufen? Gut. Also brauche ich meinen Hund. Also gefällt ihm auch ganz gut. Uff. Rampo, kannst du damit Shinomone finden? Scheinbar ja. Prima, ich sollte Rampo folgen. Aber er ist
Mit dem Auto abgehauen. Wie können wir... So. Wie können wir mit dem Auto mithalten? Das alte wird gerne mitgenommen. Kocchi da na. Du sagst da lang. Ich folge dir. So. Ja, nicht 2 Meter weit mit dem Auto im Blockauto gefahren sein, oder? Ich will mir nicht vorstellen. Zack, Söhnchen. Haben wir schon irgendwo eine Karte? Haben wir nichts auf der Karte, okay. Eingesperrt sogar. Tanome so. Nein, das Item, ich wollte es haben. Hallo. So. Bin schon belaufen werden. Hä? Kocchi da na. Gehen. Das da hinten. Tanome so. Oh, willst du auch noch bekommen? Das ist mal wichtig. Hm? Wie? Was macht dieser Hund? Achso, dieser Hund. Oh. Wer zweimal auf den gleichen Trick reinfällt, Mist. Sie haben mich gefunden. Ich meine, kommen Sie nicht. Dafür sorgt der hier. Chimono-san, bitte gehen Sie wieder zur Arbeit. Tragen Sie da als Game Director keine Verantwortung? Auf keinen Fall, bei dieser Ausbeutung schufte ich mich zu Tode. Masaka. Wirklich? Sie übertreiben doch. Das ist nicht übertrieben. Permanente Überstunden können zum Tod durch Überarbeitung führen. Diesen Monat sind es bereits 80 Stunden. Arbeite ich noch mehr, kippe ich tot um. Mhm. 80 Stunden? Ernsthaft? Und die unbezahlten Überstunden kommen noch dazu. Verschätzen Sie die Videospielindustrie nicht. Oh. Wow. Den ersten nahm ich es hin, schließlich war das Projekt meine Idee. Doch dann kamen diese furchtbaren Producer. Zuerst hoben sie mir immer wieder die Qualitätsmaßstäbe, ohne die Deadlines zu verlängern, nur um mich dann unter Druck zu setzen, damit alles rechtzeitig fertig wird. Das ist nun mal eine Industrie, leider. Selbst meine Mitarbeiter blafften mich an. Was machen sie dagegen? Entscheiden sie sich endlich. Das geht den ganzen Tag so. Sie haben keine Ahnung, wie sehr ich sie bereits von den Producern aus der Hölle beschütze. Hallo. Wer genau ist eigentlich dieser Producer aus der Hölle? Er arbeitet für Babylon, unser Publisher. Er wacht über unsere Finanzen. Ein externer, deutschlandflüssender Typ. Ich glaube, er ist ein Yakuza. Ich habe Angst, dass er mich umbringt oder so. Ja, ja. Wegen eines Spiels bringt die Yakuza sie nicht schon nicht um. Egal, ich gehe nicht zurück. Die können mich nicht zwingen. Das stimmt auch wieder. Es läuft also nicht. Oh, ja. Es läuft nicht allzu gut. Was nun? Muss ich sie etwa zurückschleppen? Dann kann ich wohl nichts machen. Möchte ich mit dem Klienten klären. Klären wir das. Wenn ich ihn zwinge, türmt er bloß wieder. Hilft wohl nur reden. Verzeihung, ich hier muss dran. Können Sie kurz warten? Wie? Muss. Hallo? Shimono-san, bitte kommen Sie zurück. Okizaki-san, was wollen Sie nur machen, wenn die Master-Version nicht fertig wird? Ein Jahr harte Arbeit für die Katz. Schnauze, für dieses Unternehmen zu arbeiten ist wie ein Spiel im Nightmare-Modus. Wie zur Hölle soll ich diese Frist einhalten? Das mit Cheats und Energy-Drink im Blut wäre es unmöglich. Mein Magen ist die reinste Kartoffel, scheiße Blut. Seit Monaten schlafe ich unter meinem Schreibtisch. Das ruiniert mir den Rücken. Ich weiß, aber trotzdem. Sie müssen zurückkommen. Kinugawa-san war im Büro. Ich habe noch nie so einen wütenden Producer gesehen. Kinugawa war im Büro? Scheint der Producer aus Hölle zu sein. Nein, Moment. Er stimmte mit den Worten davon. Warte nur, bis ich diesen... ich rede lieber nicht weiter. Weil ich erwische ich sie, Shimono. Kinugawa-san? Das ist ja.
Feige Sau, willst du dich aus der Verantwortung schleichen oder was? Oder nennst du diesen Scheißdreck Entwicklung? Tu ich nicht. Was verdammt nochmal treibst du dann hier draußen? Was soll das aus deinen Fans werden, hä? Willst du da wissen, wie ein Game Over im echten Leben aussieht oder was? Dann freu dich schon mal auf einen Grund der. Den Grund der Bucht von Tokio. Ja! Jimone, entwickelt. Entweder du kommst zurück zur Arbeit oder du stirbst hier auf der Stelle. Entscheide dich. Das ist dein letztes Leben, Börschchen. Keine Counter Continuance mehr. Producer aus der Hölle, trifft es wirklich. In einer Yakuza-Familie wäre der Machtmissbrauch von den Spielern ganz zu schweigen. Naja. Ich, du, was? Ich kündige. Was? Sagt, ich kündige. Schluss mit dieser Ausbeuterscheiße. Ich gehe nie wieder zurück. Seit ich bei euch angefangen habe, sind mir die Leben ausgegangen. Oh. Das ist ein verdammter Witz sein. Und du schimpfst dich visionär? Dann habe ich noch eine Vision für dich und deine eigene beschissene Leiche. Bist du wirklich allen enttäuschen, die deine Spiele lieben? Hä? Und was? Weißt du was? Ich bin deine Gangster-Maschelheit. Du bist furchteinflößend genug. Für dich sollte es eine Altersbeschränkung geben. So. Beschissener programmierendes Äffchen. Du wagst es, um mit mir zu reden? Jetzt heißt es wirklich Game Over für dich. Ja! Ah! Oh, scheiße. Hier geht es nicht nur um Missbrauch am Arbeitsplatz, sondern ist echt übel. Hey, Schluss damit. Wir dürfen ihn nicht verletzen. Damit verstoßen sie gegen die Verordnung zur Vorbeugung gegen Machtmissbrauch. Hey, was soll da redest du da? Das Weg, Trottel, sonst stirbst du ebenfalls. Ach, kommen sie schon. Was soll dieser Yakuza-Getue? Ich dachte, sie arbeiten für ein Serviceunternehmen. Was verdammt nochmal meinst du mit Yakuza? Ich war schon immer ein ganz normaler Bürger, seit ich aus der Mutterleib gekrochen bin. Okay, eklig, aber beruhigen sie sich. Ah, ich zerschmetter dir deine beschissenen Schädel. Bis zur Yagami-san, laufen sie. Wenn er so wütend ist, kann er nicht richtig denken. Er bringt sie wirklich um. Was? Stirb! Ach, den machen wir eben platt. Mit der richtigen Technik. Zack, zack. Sag ich mal. Okay. Zack und. Zack und. Bumm. Hat leider nicht gereicht, okay. Bumm. 150.000 Yen. Oh, nice. Nett. Das Geld nehmen wir gerne. Wow, du bist echt stark. Ein geheimer Endgegner, kein Straßenschläger. Nein, danke. Alter, beruhig dich lieber. Glaubst du wirklich, so hilfst deinem Unternehmen, einen Angestellten unter Vertrag zu markieren? Das ist ja mein Fehler. Mir ist bloß das Blut zu Kopf gestiegen. Ich habe eine Abmahnung bekommen, dass ich gefeiert werde, wenn ich noch einmal so durchdrehe. Können Sie das vielleicht vergessen? Aber, Yagami-san, was unternehmen wir jetzt mit ihm? Ich gehe nicht zurück, dabei bleibt es. Hallo. Okizaki-san, Kinugawa-san, könntet ihr drei vielleicht zu einer Einigung gelangen? Einigung? Nee, komm nicht in Frage. Ich weiß, was ich tun muss. Wie? Nee. Shimone. Hey, was? Oh, er kniet sich nieder. Wie? Ich flehe dich an, du musst zurückkommen. Ohne dich ist das Spiel total am Arsch.
Es braucht dich. Wir brauchen dich. Nur Garastan? Ich weiß, wie oft ich dich schon zusammengestaucht habe. Aber ich weiß auch, dass du ein verdammtes Genie bist. Darum habe ich mich verborgen, um dieses Projekt bewilligt zu bekommen. Mir tut von allen den vor allem der Arschkriecherei bei den Stipsträgern noch der Rücken weh. Shimona, du darfst nie vergessen, dass deine Fans in ganz Japan, ach was, auf der ganzen scheiß Welt auf dich, auf dein nächstes Spiel warten. Weiß das, denn ich bin einer von ihnen. Ich kann es kaum abwarten, dieses verdammte Spiel zu spielen. Nugawa-san. Ich hab's kapiert, aber mit den unbezahlten Überstunden ist Schluss, verstanden? Ja, damit kann ich leben. Oh, für eine Weile sah es übel aus, aber am Ende ist alles gut ausgegangen. Shinomone, versprich dir, zerbrich dir deinen kleinen genialen Kopf nicht wegen unbezahlten Überstunden. Aber das Spiel wird rechtzeitig fertig, hast du kapiert? Das krieg ich hin. Direkt gesagt, nö, kannst du vergessen, tschüss. Wahrscheinlich wäre das besser gewesen, ne? Sören, vielen herzlichen Dank. Sieht so aus, als wäre jetzt alles in Hey. Ordnung. Freut mich, dann soll das Spiel eigentlich erscheinen. Oh, tatsächlich schon in einigen Tagen. Was? So bald? Haut das auch wirklich hin? Und ja, es handelt sich um ein Feuerspiel, dessen Engine bereits existiert. Es ist für uns spezifisch Herzsitz gedacht. Für Events und VR-Spielhallen und solche Dinge. Ansonsten, anders als sonst, sind weder eine physische Version noch ein Per-Upload in meinem digitalen Store nötig. Wir können sogar bis zum Veröffentlichungsdatum daran arbeiten, solange der One-Patch rechtzeitig fertig wird. Auch wenn das nicht ideal wäre. Oh, ein VR-Spiel, das stehe ich drauf. Bitte probieren Sie es aus, sobald es erscheint. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Cool, ich freue mich schon. Okay, Sake-san, schlechte Nachrichten. China no, Nuga, Nugawa, San, was ist denn jetzt schon wieder los? Shinomone-san peitscht das gesamte Team an. Er will den vierten Endgegner komplett überarbeiten. Was, der war doch gerade erst fertig. Wenn wir alles neu programmieren und dann debuggen müssen, schaffen wir es nicht rechtzeitig. Ich weiß, aber Shinomone-san lässt nicht locker. Er meinte, Qualität geht vor. Schon wieder, was meint Kinugawas dann dazu? Solange es rechtzeitig fertig wird, hört ihr auf Shinomone. Ich halte die Schlipsträger bei Babylon im Schacht. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ein sturköpfiger oder ein inspirierender Shinomone. Da jetzt der Producer auf unserer Seite steht, kann ich niemanden aufhalten. Hallo. Kommen Sie wirklich damit klar? Ja, Mister, offenbar steht der letzte Kampf bevor. Okay. Also gut, dann viel Glück bei der Veröffentlichung. Los geht's. Tschüss. Das Spiel in der Spielbranche ist wirklich nicht leicht, aber ich schätze, sie kann auch Spaß machen. Neues Rezept, stirbt langsam. Cool. Ja, wir machen runter, oder? Hier geht's lang, ne? Ja, da geht's lang. Gut. So, haben wir noch was? Ja, das Date haben wir jetzt noch. Vorher Paradise. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.